Peter Wurm, Konsumentenschutzsprecher der FPÖ, ist am Wort. Ja, danke, Herr Präsident, Frau Minister. Ja, der zuständige Konsumentenschutzminister Stöger ist leider nicht da, aber sind auch herzlich willkommen, Frau Minister. Ich bin schon etwas überrascht am Ende der Debatte, dass dieses wichtige Thema von ÖVP und SPÖ völlig negiert wird. Und jetzt muss man mal die Tatsachen am Tisch legen, und da steckt schon System dahinter. Der VKI ist seit Jahren in finanziellen Nöten. Es hat jetzt eine Zwischenfinanzierung gegeben, damit er überhaupt operativ noch arbeiten kann. Es ist aber keine Lösung in Sicht, wie der VKI zukünftig den Konsumentenschutz in Österreich vertreten soll. Und warum sage ich das? Weil leider Gottes, und das ist die Wahrheit, und das sehen wir bei jedem Konsumentenschutzausschuss, die Regierung vollkommen den Konsumentenschutz aus den Augen verloren hat. Es passiert seit Jahren nichts. Jeder Antrag der Opposition, ob von uns, von den Grünen, von den Neos, wird entweder herumgeschickt, anderen Ausschüssen zugewiesen oder vertagt. De facto kommt Konkretes zum Thema Konsumentenschutz seit Jahren im Konsumentenschutzausschuss nicht mehr vor. Und da steckt sehr wohl System dahinter. Und Herr Vogel, Sie haben es gesagt, die Österreicher wollen Vertrauen haben in den Konsumentenschutz. Das politische Vertrauen ist nicht da. Die Österreicher vertrauen oder müssen vertrauen der letzten Bastion, die es gibt im Konsumentenschutz, dem VKI. Der VKI hat ein Budget, um exakt zu sein, von 12 Millionen Euro derzeit und finanziert sich zu 75% selbst. 75% der Geldmittel bringt der VKI selbst auf. Und jetzt kommt die schwere Kritik, und zwar an beide Regierungsparteien. Die ÖVP hat den VKI mit der Landwirtschaftskammer verlassen, mit der Wirtschaftskammer verlassen. Meiner Meinung nach zwei komplette Fehlentscheidungen, weil ein fairer Wettbewerb und ein fairer Konsumentenschutz überhaupt nicht im Widerspruch stehen. Bei der Landwirtschaft ist es mir vollkommen unverständlich, weil alles, was wir im Bereich Konsumentenschutz diskutieren, würde eigentlich unseren heimischen Bauern. Die Arbeiterkammer. Was macht aber die Arbeiterkammer? Und Frau Lege, Ihre Wortmeldungen heute waren ja in die Richtung gehend. Sie schreiben quasi dem VKI vor, er soll sparen. Wo soll er sparen? Bei 85% Personalkosten. Das heißt, Sie wollen diese ca. 105 Mitarbeiter beim VKI reduzieren. Und das von einer Sozialdemokratie. Da kann ich nur mal den Kopf schütteln, Frau Lege. Kann ich nur mal den Kopf schütteln. Jetzt sage ich Ihnen noch was, Frau Lege, und das ist die Tatsache. Die Arbeiterkammer hungert den VKI systematisch aus. Es gibt überhaupt nur eine AK-Bundesländerorganisation, nämlich Tirol, die den VKI unterstützt und den das ist die Realität. Nur in Tirol bekommen die Zwangsmitglieder, Frau Lueger, den Konsument zugestellt. Alle anderen 8 AK-Länderorganisationen tun für den VKI genau gar nichts. Und da steckt sehr wohl System dahinter. In Wahrheit will weder die SPÖ den Konsumentenschutz noch die ÖVP. Auf der Strecke bleibt aber hier der österreichische Konsument und das ist jeden Tag mehr spürbar. Und jetzt kommen wir zum wichtigen Thema, nämlich CETA und TTIP. Genau hier hätte der VKI die Notwendigkeit, personell Ressourcen und Kompetenzen aufzubauen. Und seit Jahren verhindern sie das von ÖVP und SPÖ. Der VKI hat schlicht nicht das Geld, sich Experten in diesem Bereich auszubilden, weil er so kaum über die Runden kommt. Und in diesem Bereich TTIP und CETA kommt auf den Konsumentenschutz in Österreich und in ganz Europa eine Lawine zu. Und ich sehe weit und breit niemanden hier im Parlament schon gar nicht, der die Konsumentenschutzinteressen noch vertreten kann. Ich sage es bewusst, außer uns.
Weil wir kämpfen nachweislich. Sie können es anschauen, Anträge über Anträge. Wir bemühen uns wirklich seit Jahren im Konsumentenschutzbereich was zu machen. Wir stoßen aber, Frau Loeger, bei SP und ÖVP nur auf taube Ohren. Und ich finde das für die Zukunft in Österreich, für die Konsumenten, aber auch für die Wirtschaft sehr, sehr bedenklich. Und leider Gottes ist weder CETA noch TTIP auf europäischer Ebene vom Tisch. Und ich bin sehr gespannt, was Juncker und Schulz sich noch ausdenken, um hier einen Bürgerentscheid, den wir als Freiheitliche wollen, in dieser Frage wollen wir einen Bürgerentscheid, aber Schulz und Juncker werden das zu verhindern wissen. Und ich bin schon sehr gespannt, wie das Rennen ausgeht. Ich würde nicht darauf wetten, dass der Konsument, der Österreicher, der Bürger in letzter Konsequenz hier das letzte Wort hat. Danke. Der VKI sei seit Jahren in finanziellen Nöten, sagt Peter Wurm von der FPÖ. Man müsse im Sinne des Konsumentenschutzes dringend personelle Ressourcen und Kompetenzen aufbauen.